Migräne betrifft häufig junge Frauen. Migräne ist ein Kopfschmerz, der häufig über viele Jahre besteht, meistens episodenhaft auftritt, in der Regel einseitiger Kopfschmerz ist mit starken vegetativen Beschwerden, das ist so Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit. Die Patienten, meistens sind es Frauen, können dann nicht mehr am Leben teilhaben, müssen sich zurückziehen und ihre Migräneattacke ausschlafen. Die Migräne ist eine chronische Erkrankung. Das bedeutet auch, dass man sehr intensiv und langjährig sie behandeln muss. In der Regel sollte man das über einen Neurologen machen, der ambulant die Migränepatienten betreut. Es gibt dann Migränemittel, es gibt dann auch die Migränespritze, die man geben kann, wenn es ganz besonders schlimm sind. Es gibt Mittel, die man im Migräneanfall bekommt. Und ganz selten kann es sogar so schlimm sein, dass eine stationäre Aufnahme notwendig wird. Betroffene selbst können bei der Migräne viel selber machen. Am sinnvollsten wäre beispielsweise einen Kopfschmerzkalender zu führen, um regelmäßig aufzuschreiben, wann denn die Attacke kommt. Manchmal gelingt es durch solche Visualisierungen, Auslöser zu detektieren. Bei Frauen zum Beispiel kann das mit der Regelblutung in Zusammenhang kommen. Dann kann man das mit dem Gynäkologen gut behandeln, ohne jetzt schwere Migränemittel zu nehmen. Kann auch sein, dass man die Nahrung umstellen kann. Manche Patienten sind da sehr empfindlich und lassen sich durch eine Nahrungsumstellung gut therapieren. Und manchmal ist es auch sinnvoll, Ausdauersport zu machen gegen die Migräne. Das funktioniert auch ganz gut. Es gibt dann noch letztlich Entspannungsverfahren, die bei einem Teil der Patienten gut wirken.